Ah, jawohl, zurück bei Zelda TV. Selbe Welle, selbe Stelle. Gut, ersten Raum haben wir erfolgreich hinter uns gebracht, haben schon einen Schlüssel. Gleich geht's weiter in den nächsten Raum. Ja, der Boden hier sieht sehr verdächtig aus, alles klar. Setzen wir doch gleich mal die Bomben ein. Und wenn wir dabei sind, schon mal die Stiefel. So. An denen geht's an Land ohne Wasser ziemlich schwer. Aber unter Wasser natürlich dafür umso besser. Ich ziehe die Teile auch gleich wieder aus, denn ich habe keinen Bock hier auf die miese Miesmuschel. Ja, spring du nur. Gut. Jetzt gilt es natürlich wieder aufzutauchen. Okay, Schalter. Gut, das Wasser steigt. Und mit dem steigenden Wasser steigt hier auch der Drachenkopf hoch und wir können uns ranschießen. So, erstmal diese blauen Arachnen weg. Na, so. Herz. So geht's halt. An diesen Schaltern kommt man nicht mit einer Bombe. Nein. Ich demonstriere das nochmal. Sondern mit einem... Bombe? Mit einem Schwertsprung. Habe ich auch damals lang für gebraucht. Moment, perfekt hinstellen. Und, jawohl. Nur so geht die Tür auf. Und zur Belohnung erhalten wir eine Skulptur. Wie so oft. Ah, Pfeile, okay. Zombies. Noch was? Nee. Goldene Skulptur, alles klar, weiter geht's. Gleich in den nächsten Raum. So, schon mal, weil die Stiefel anziehen. Das werden wir hier in dem Tempel ziemlich oft erleben. Der Wechsel von den normalen Stiefeln auf die Eisenstiefel. Und gleich wieder aus mit. Ach, das ist jetzt immer nervig. So, von der unteren Etage haben wir also schon zwei Räume geklärt. Hoppala. Wow. Und gleich weiter in den dritten Raum, der jetzt auf der Karte in westlicher Richtung liegen sollte. Denn in den nördlichen Raum gehe ich noch nicht. Da brauche ich erst den verlängerten Fanghaken, sprich den Enterhaken. So. Den Felsen schieben wir jetzt hier mal zur Seite, ja. Nach hinten. Ah, sehr schön. Tauchen mal wieder unter so einer Öffnung durch. So. Und schauen wir mal, wo wir rauskommen. Aha. Arachno. Ah ja, genau. Mittels des Kristalls hier steigt eine Fontäne hoch. Und die machen wir uns auch gleich zunutze. Und springen. Wow, das war knapp hier rüber. So, wo sind wir jetzt? Ach ja, im Whirlpool-Raum. Gut, durch diese Tür müssen wir. Ja, da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar, wie immer, erstmal die Eisenstiefel anziehen. Hier unten ist ein ganz schöner Wirbel. Man stelle sich hier hin, Fanghaken, und schieße von hier aus an den Kristall. Im Maul des Drachen. Und dann auch gleich, wobbala, hier rüber. Und wenn es irgendwie geht, an den Muscheln vorbei mogeln. Leute, ich ziehe einfach die Stiefel aus und hau ab. Denn gleich ist die Zeit abgelaufen. Wow, kaum sage ich's. Und das Tor ist wieder unten. So. Ja, hier gibt es nämlich eine kleine Truhe. Da ist wieder ein Schlüssel drin. Der ist wichtig. Und dann hauen wir auch gleich mal wieder ab. Bewaffnet mit zwei Schlüsseln machen wir uns auf in die nächsten Räume. Link, komm, tauch. Ich will hier wieder weg. Dankeschön. Herr Elfen.
So. Hoch. Und weiter geht's. Du machst gleich mal einen Abgang. Ja, doch, da ist... Aha, nein, das Herz. Okay, rüber kommen wir auf die elegante Art. So. Ich ziehe auch gleich die Stiefel wieder an. Denn das hier ist eine kleine Verarsche. Wir haben nämlich ja den Stein runtergeschmissen. Kommen aber ohne Hilfe des Hakens nicht raus. So. Ja. Gut, die schweren Teile wieder abziehen. Okay. Wow. Also bis jetzt haben wir hier unten alles gemacht. Dann würde ich auch mal sagen, geh mal in die mittlere Pagode. Wir müssen dafür einen Schlüssel benutzen. Und hier geht's natürlich mächtig nach oben. So, komm schon. Ja. Okay, der war nix. Bisschen weiter höher ziehen. Gar nicht so einfach bei meinem ganz tollen Joypad. So. Hier, mit Zeldas Wiegenlied. Können wir den Wasserstand auf die erste Stufe wieder anheben. Aha, da sehen wir ja auch, da tut sich ein Gang auf. Jawohl. Den schaue ich mir doch gleich mal näher an. Ach. Ja, wir schaffen es noch auf dem Weg. So. Gehen wir auch gleich ganz... Nanu, was ist jetzt? Ah ja. Gehen wir auch... Wow, hier geht's aber gut runter. Gleich ganz runter. Keine Ahnung, wo ich rauskomme. Wie gesagt, den Tempel kenne ich nicht mehr so ganz auswendig. Ahahaha. Ja gut, blöd bin ich auch nicht. So. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass die ganze Scheiße jetzt hier freigelassen wird. Erstmal weg. Erstmal die Teile hier. So langsam noch alle still sind. So. Na. Komm, geh auf, Freund. Alles klar. Cool. So, dort sollten wir auch natürlich wieder auftauchen. Stiefel aus. Also wie gesagt, den Wassertempel, den mag ich überhaupt nicht, weil der so verwirrt und kompliziert ist und... Aber als Belohnung erhalten wir wieder einen kleinen Schlüssel. Positiv. So. Ich mache mich dann auch gleich wieder auf den Rückweg, denn wir haben ja eigentlich das Wasser hochgelassen und wollten auch eine Etage weiter hoch und nicht weiter nach unten. Aber das war natürlich wichtig, denn wir brauchen ja den kleinen Schlüssel. Ja, sehr schön, wie Link hier durch die Wand greift. Ich mache das Ganze jetzt so umständlich, weil ich keinen Bock habe, wieder die Eisenstiefel an- und auszuziehen. Jetzt geht er aber ab. Mein lieber Herr Gesangsverein, okay. Ja, so. Ja. Fürs... Ja, genau. Fürs Erste haben wir es mal geschafft. Und gehen jetzt hier raus. Die zweite Etage. Und ganz wichtig, bevor ich es vergesse. Da ist der Raum mit den zwei Fackeln. Da müssen wir nochmal rein, wenn der Wasserstand eine Etage höher ist. Denn das wird sehr gerne vergessen. Dass dort noch ein geheimes Loch ist, durch das wir uns bomben können. Und das müssen wir ja natürlich mitnehmen. Denn in diesem Loch ist noch ein kleiner Schlüssel. Den habe ich schon so oft vergessen und bin mir halber dran verzweifelt an dem Tempel und wusste nicht, wo ich den scheiß Schlüssel als vergessen habe. Hier. Bombe. Und die Sache ist geritzt. So. Schlüssel.
Alles klar. Ja. Die Stiefel natürlich wieder an. Und auch gleich wieder ausziehen. Ach Gott. Und die erste Etage erfolgreich hinter uns gelassen. Willkommen auf der zweiten... Na. Zweiten Etage. Leute, ich mache beim nächsten Mal weiter. See ya.